Hallo, meine lieben Kampfgenossen. Herzlich willkommen zurück in Skyrim. Ja, da liegt er noch. Der zweite eigenhändig erlegte Drache. Hier ist der aktuelle Standort. Herbstwachtturm. Ruinen von Betharft. Abgeschlossen. Okay, ich wundere mich gerade hier. Ruin von Betharft. Abgeschlossen. Na, da haben wir noch gar nichts gemacht. Die Ruinen an sich sind abgeschlossen. Da kommen wir noch nicht rein. Was ist das hier für eine Schneise? Ich guck hier nur noch mal. Wir haben alles durchsucht. Wir finden ja keinen Gegenstand, mit dem wir die Ruinen von Betharft aufschließen können. Was ist das für Musik? Hat das was zu bedeuten? Sind wir ein Geheimnis auf der Spur? Oder wird einfach nur schlechtes Wetter?
geht's da noch weiter. Wir versuchen mal darauf zu kommen. Wieder ein Fuchs. Ja, hier führt ein Weg hoch, ein kleiner Passweg, ein Bergpass vielleicht. An. Ein Bergpass. Ich finde gerade, ich sehe reichlich merkwürdig aus. Von oben nach unten nimmt der Schutz der Rüstung immer weiter ab. Oben fetter Helm, dann die Stahlrüstung. Unten hier so ein paar komische Fell- und Lederstiefel. Aber sie erhöhen meine Tragkraft. Und das ist wichtig. Was ist das? Ein Passweg. Komm immer weiter vom Weg ab. Was ist das? Also, als ob man hier Pferde anschließen könnte. Schneebeere nehmen wir mit. Ui! Da habe ich mich aber eben erschrocken. Hatte ich
doch den richtigen Riecher. Mann, Fuchs. Kannst mich doch nicht so erschrecken. Dacht, du wärst ein Wolf. Zaubertrank der verlängerten Unsichtbarkeit. Der ist wichtig. Und ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Lass uns erstmal stehen. Schauen uns erstmal hier um. Ich kann kaum noch was tragen.
Das ist das. Es sieht aus wie Spuren von magischen Geschossen. Eiswolf. Noch ein Eiswolf. Kaninchen. Noch mehr Skelette. Ein Hirschskelett. Mehrere Skelette. Eine Quecksilbererzader. Müssen wir uns merken. Wir haben keine Spitzhacke dabei. Ein Nord. Darauf.
So, meine lieben Freunde, hier machen wir wieder einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut!